Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie an Krebs erkrankt sind und in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, dann begegnen Sie Pflegern und Pflegerinnen, die ganz speziell für ihre Belange ausgebildet worden sind. Die nennen sich onkologische Fachpfleger und Fachpflegerinnen. Und wir sprechen jetzt darüber, was die im Einzelnen für Sie tun. Bei mir ist Suat Kamberovic. Er ist Pflegekoordinator Onkologie am Onkologischen Zentrum der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Kamberovic. Dankeschön. Angenommen, ich wäre wegen einer Darmkrebsbehandlung bei Ihnen. Was tut der onkologische Fachpfleger? Also onkologische Fachpflege ist ein spezialisierter Teil von der allgemeinen Pflege, wo man sich um Betreuung, Beratung und Begleitung von Patienten kümmert, die sozusagen eine onkologische Diagnose haben. Ja, Begleitung hört sich für mich so an, als würde ich Sie schon ganz früh treffen in meiner Zeit, die ich bei Ihnen verbringe sozusagen. Onkologische Fachpflege ist integriert schon in dem Prozess Diagnostik. Das kann sein, dass wir uns dort kennenlernen und dass wir sozusagen Sie dabei unterstützen, dass man eine Erkrankung oder bevorstehende diagnostische Untersuchung besser versteht. Und letztendlich, das kann auch später stattfinden, entweder auf einer Station oder wo zum Beispiel nach einer Operation oder wo wir uns öfter sehen können, es kann sein bei der Therapie. Weil onkologische Fachpflege ist auch Bestand und ein integrativer Teil von onkologischen Krebstherapien. Aha, das heißt also, es ist ja häufig so, nach der Diagnose dann die Tumorkonferenz, wo der Fall besprochen wird, dann die Operation und danach oder auch davor schon andere Strahlentherapien, zum Beispiel Chemotherapie, auch da begegne ich Kollegen von Ihnen sozusagen. Das ist ganz genau richtig. Also wir sitzen auch bei Tumorkonferenzen, so dass dann ein richtig super Weg ist, dass man Patienten gut kennt. Das heißt, wir wissen dann ganz genau, was für eine Diagnose hat der Patient und was ist der Beschluss von Tumorkonferenz gewesen. Wird das eine Operation, Strahlentherapie oder Systemtherapie oder gemischt von den alle drei? Und dann wissen wir ganz genau, um welchen Patienten sie geht. Dann können wir ihn ganz auf Station besuchen oder wir lassen uns treffen bei der Therapieapplikation zum Beispiel. Dann kenne ich Sie ja später schon. Sozusagen, eigentlich. So ist das, dann sind wir schon langsam gewachsen, sind wir sozusagen ein Team. Was kann denn ein onkologischer Fachpfleger, also beziehungsweise eine Fachpflegerin, anders oder besser als ein nicht-onkologischer Fachpfleger? Ich drücke es jetzt mal so aus. Ich bin immer froh, so eine Frage zu kriegen, weil da ist auch Aufklärungsbedarf. Ja, also onkologische Fachpflege kocht auch mit Wasser, aber da sind viele Spezialitäten. Um das besser zu verstehen, da kann man vergleichen mit dem Assistentarzt und Facharzt. Das heißt, im grundpflegerischen Ausbildung lernen wir auch Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin, aber an einem kleinen Spektrum. Später, wer Lust und Wunsch hat, kann sich auch dann spezialisieren. Und die Spezialisierung erfolgt über 2 Jahre Fachweiterbildung, wo man sozusagen Kenntnisse über die Krebsentstehung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge erlangt. Und wie merkt das dann der Patient, dass sie sich besser auskennen mit mir? Also nehmen wir mal das Beispiel Darmkrebs, ist ja eine häufige Krebserkrankung. Woran merke ich, dass sie sich besser oder anders mit mir auskennen? Also wir können erstmal den Patienten unterstützen in der Phase, wo Diagnostik läuft, dass wir dem Patienten ganz genau erklären, was für eine Untersuchung ist das, sozusagen noch einmal übersetzen, verständlich übersetzen, was ärztliche Aufklärung schon gemacht hat. Ja. Dann können wir Patienten noch besser vorbereiten für verschiedene diagnostische Untersuchungen. Und letztendlich, ich glaube, eine entscheidende Rolle bei onkologischer Fachpflege ist dann, wenn die schon Therapie angesagt ist. Zum Beispiel, wenn es scheint, dass ein Patient eine Systemtherapie kriegt, das kann die Chemotherapie sein, das kann die Hormontherapie sein, dann sind wir in der Lage, tatsächlich diese Zusammenhänge zwischen Erkrankung und die Behandlung besser zu erklären. Mhm. Und letztendlich, jede Therapie an sich bringt Nebenwirkungen, auch Nebenwirkungen. Mhm. Dann sind wir dafür tatsächlich auch geschult, diese Nebenwirkungen rechtzeitig zu erkennen und Patienten zu motivieren, mitzumachen und letztendlich auch Tipps
zu geben, wie soll man mit solchen Sachen umzugehen. Ja, das ist ja schön. Also gerade diese Nebenwirkungen sind, glaube ich, für den Patienten schwerer zu erkennen als für Sie von außen, weil der ja erstmal denkt, es läge einfach nur an ihm persönlich. Kann ich mir vorstellen. Genau. Die Sache ist, man muss das natürlich immer trennen. Ist ein sagen wir so, Problem, Übelkeit entstanden aufgrund von der Erkrankung oder ist das schon Folge von unserer Behandlung? Ja, ja. Das muss man sich natürlich verstehen. Und Entscheidung, ob Patient was dagegen kriegt, natürlich liegt im ersten in der Hand. Aber Infos, ob ein Patient Übelkeit hat und wieso ist diese Übelkeit und wie oft sie tritt, das kriegt er natürlich von Pflegepersonal, von unserem onkologischen Fachpflegepersonal, die wir das rechtzeitig dann erkennen. Und natürlich machen wir dann zusammen auch Empfehlungen. Wir fahren immer sozusagen zwei Schienen neben rein medizinische Unterstützung, schauen wir auf die pflegerische Ebene. Was kann man noch dazu tun, dass Patient zum Beispiel bei der Chemotherapie besser durchkommt, dass er diese Übelkeit nicht kriegt? Oder zum Beispiel, wenn da die Chemosubstanzen sind, die zum Beispiel Polyneuropathien machen, dass wir Füße und Hände kühlen oder kalte Haube gegen Alopecia und so eine Sache. Ja. Da spielt ja auch die Familie eine Rolle, sofern es eine gibt in dem Moment. Haben Sie auch mit der Kontakt? Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, moderne Onkologie, onkologische Fachpflege einbezieht unbedingt Angehörige, Freunde und Bekannte von Patienten. Ja. Und wir stehen denen auch zum Fragen und Rat. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass in vielen Fällen die Familie wichtig ist, damit die Tabletten zu Hause pünktlich genommen werden. Und dazu, man ist dann ja froh, wenn man so einen Rat bekommt oder einen Plan bekommt. Dafür sind also wir freuen uns immer, wenn die Familienangehörige dabei sind. Ja. In der Phase, wie gesagt, wo die Diagnostik läuft, aber auch, wo die Gespräche mit Ärzten stattfinden und letztendlich, wo man Entscheidungen trifft, was passiert weiter. Neben sozialdienstlichen Fragen klären wir natürlich, ist immer leichter zu klären, wenn die Familienangehörige da sind. Aber dann kommt dieses ganze Zusammenspiel bei der Therapie, bei dem sozusagen Patientenadhärenz. Wir wollen sozusagen mit Patienten einen Kontakt aufzubauen, wo wir auf uns gegenseitig achten und hören. Das läuft nicht einfach so, jemand Tablette zu geben und dann bin ich weg. Also ich muss ihm tatsächlich erklären, was ist das für Tablette, wozu ist sie, was hat sie für Wirkung, was hat sie für Nebenwirkung, wie soll das Patient nehmen, wann soll er das nehmen, soll er das im Sitzen, im Stehen, welche Schutzmaßnahmen soll er unternehmen, wenn das Zytostatika sind und so weiter. Dieser Beratungs- oder Aufklärungsteil hat besondere Wichtigkeit, wenn die Patienten ihre Systemtherapie im Tagesklinik- oder MVZ-Bereich bekommen, weil nach dem Therapiepatienten gehen nach Hause. Und es gibt immer Medikamente, die müssen dann unbedingt weitergenommen werden. Ob das jetzt wegen Nebenwirkungen oder wichtiger für Therapie. Hat denn die onkologische Fachpflege auch zu tun mit der Nachsorge nach der Operation? Oder ist sie wirklich nur zuständig für die Systemtherapien, Medikamente und sowas? Also wenn wir mit einem Patienten Kontakt aufgebaut haben, am besten schon im Diagnostikstadium, dann versuchen wir sozusagen das durchzuziehen. Und wenn die Nachsorge bei uns stattfindet oder wird Patient später in ambulante spezialisierte Versorgung angeschlossen, dann sind wir auch an dem Ball. Ja. Sozusagen, das wird wie eine riesengroße Familie am Ende entstehen, wo wir uns gegenseitig um den kümmern. Dann habe ich ja sehr viele Möglichkeiten, wenn ich selbst mich zu dieser Fachpflege ausbilden lasse, mich nachher einsetzen zu lassen. Es sind ja sehr viele verschiedene Bereiche, in denen ich dann tätig sein kann. Genau, also die Arbeitsspektrum ist echt riesengroß und breit. Ja. Also wo wir uns jetzt gerade über Patienten aufklären und erhalten haben, wir bieten auch in unserem Haus auch Pflegesprechstunde, onkologische Fachpflege. Ja. Weil dieser ganze Prozess Chemotherapie oder Systemtherapie, Applikation, Patient kriegt was, wird aufgeklärt. Wir bieten sozusagen noch extra Sprechstunde. Mhm. Wenn Patienten Schwierigkeiten zu Hause gehabt haben, dann kann er uns anrufen, er kann auch vorbeikommen. Wir können uns hinsetzen und nochmal das erklären. Mhm. Weil wir stellen immer fest, wenn wir enger Patienten betreuen, wenn die Informationsaustausch und Fragen zwischen onkologischer Fachpflege und Patient enger stattfinden, Patient hat weniger Nebenwirkungen. Ja. Also Lebensqualität wird besser. Ja.
Umso interessanter, ein onkologischer Fachpfleger zu werden. Also ich habe so verstanden, man hat die Grundausbildung und dann sattelt man drauf, richtig? 2 Jahre? So ist das. Wir agieren in Hamburg und Hamburg hat bis Ende 2018 keine staatliche Regelung bezogen auf die Fachweiterbildung gehabt. Gott sei Dank 2019 ist diese Regelung gekommen und seit dann fortbilden wir unsere Fachpflegekräfte unsere Kooperationspartner am Bildungszentrum Schlump. Aha. Da gibt ganz klares Curriculum von Behörde abgesegnet. Fachweiterbildung dauert 2 Jahre und fast läuft begleitend auch mit dem, arbeitet weiter. Und ungefähr einmal pro Woche ist die Fortbildungstag. Es ist alles zusammen 720 Stunden Theorie. Und neben theoretischen Teil gibt es auch ganz wichtige praktische Teil, wo diese zukünftigen Fachpflegekräfte noch einmal ihre Erkenntnisse vertiefen. Sie müssen dann in den Bereichen wie Chirurgie, internistische Onkologie, Ambulanz, Strahlentherapie, Stammzelle und palliative Abteilungen, dann müssen die hospitieren. 1230 Stunden Praxis. Ist Herausforderung, verlangt viel Zeit, viel Motivation und viel, ich will was verändern oder ich will mich weiterentwickeln. Ja, wer bezahlt das? Das ist in unserem Unternehmen von Arbeitgebern wird das übernommen. Ja. Und das läuft eigentlich unproblematisch. Ja, was habe ich davon? Die Frage kam mir jetzt gerade auf die Lippen. Also klar, ich erlebe andere Dinge, aber was sind noch die Vorteile für mich? Genau. Wir im Asklepios Tumorzentrum haben uns schon, bevor der erste Kurs 2019 stattgefunden hat, haben uns Gedanken gemacht, wie können wir unsere Pflegekräfte später sinnvoller einsetzen. Ja. Und da ist dann auch eine Arbeitsgruppe entstanden und sie hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Im Asklepios Klinik Bamberg, in unserem onkologischen Zentrum, sind wir noch weitergegangen. Dann haben wir ein Konzept über einsatzonkologische Fachpflegekräfte entwickelt. Eigentlich Arbeitsfelder sind echt breit. Das kann sein, wenn jemand Fachweiterbildung hinter sich hat. Er kann, kann entspannt in seinen pflegerischen Bereich weiterbleiben und gewonnene Kenntnisse dann sozusagen im täglichen Stationsalltag auch einsetzen. Aber man kann sie natürlich weiterentwickeln. Man kann auch sagen, ich will meine Station unterstützen bei der Anarbeitung von neuen Pflegekräften oder bei den Pflegevisiten und ich kann Fallbesprechungen organisieren oder Teilnahme bei Kongressen oder Workshops. Mhm. Oder man kann sich tatsächlich konzentrieren, dass man sagt, ich will jetzt zum Beispiel im Tagesklinikbereich arbeiten, bei dieser ganzen Systemtherapie-Applikation und will Patienten aus dem Bereich Nebenwirkungsmanagement beraten und anleiten. Das ist ein vielfältiges Einsatzgebiet, das damit verbunden ist. Ist ganz genau. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram. Werden Sie gesund!